Hallo und herzlich willkommen zu meinem Hearts of Iron 2 Doomsday Let's Play mit der Sowjetunion. Wie ihr seht, ist der Frontverlauf schon ein bisschen weiter gen Westen gerückt. Das liegt da als beim letzten Upload. Das liegt daran, dass nach dem Absturz letztes Mal habe ich dann nochmal weitergespielt und wollte auch aufnehmen, aber er hat dann halt irgendwie nicht aufgenommen. Und ja, dann gab es halt kein Autosave mehr an der Stelle, wo ich dann weiterspielen wollte. Aber dieses Autosave war jetzt das früheste, was ich noch hatte, vom 1. Oktober 43. Also was ist passiert? Wie ihr seht, den Stiefel sind wir gut runtergekommen. Casino haben wir hier, Monte Cassino haben wir gekesselt. 16 Divisionen sind da drin. Ansonsten Italien ja fast besiegt. Dann hat Italien hier nochmal eine Offensive in Argentinien, in Griechenland gestartet. Hier ist von Rebellen besetzt. Ja, die müssen wir jetzt erstmal zurückschlagen, diese Offensive, wobei die hier auch keine Siegpunkte haben, aber sie fahren nach Skopje und so, das wollen wir auch nicht, dass die... Ach doch, Salonika. Das müssen wir mit den bulgarischen Truppen und den ein paar sowjetischen ordentlich hinkriegen. Ein 40er, ja, sollte passen. Ja, Technologie haben wir hier bald die 45er Infanterie erforscht und sind kräftig am Modernisieren. Ferner haben wir das Deutsche Reich quasi erobert, wir sind über die Reichsgrenzen hinaus und greifen gerade hier in Belgien, Holland haben wir auch befreit, Belgien greifen wir hier gerade an und sind auch schon nach Frankreich vorgestoßen. Nächstes Ziel dann also hier Frankreich erobern und dann die Iberische Halbinsel. Dann machen wir mal Feuer. Auxerre und Namur haben wir gewonnen, sehr gut, das geht weiter nach vorne und die 43er Infanteriedivision werden fertig. Jetzt müssen wir erstmal Gent erobern. Und unterstützen wir mal hier. Kriegen wir Technologien aus Rumänien, das ist immer gut. Wir rücken nach Valenciennes vor und die 75 aus Brüssel dürften gleich nach Mons. Müssen sie nochmal abbrechen. Na, jetzt können sie. Hier unten müssen wir auch weiter vorrücken. Erstmal Paris. Franco-Radar. Italien, müssen wir, können wir jetzt auch hier den Kessel mal auflösen. Und hier auch wieder den Kessel in Potenza bilden. Gegenangriff auf Edessa, damit er hier nicht weiter vorrückt. Und nach Salonika, das hat funktioniert. Und jetzt auch gleich Larissa angreifen. Damit die Einheiten wieder besser versorgt werden, die in Athen stehen. Tam 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 tam. Weiter vorrücken. Jetzt hier greifen wir Le Havre an. Dann haben wir hier einen Kessel gebildet. Die Panzer bleiben stehen. Den Kessel räumen wir jetzt auf. Amerikanische Bomber unterstützen uns dabei. Wie sieht's hier? Hier splitte ich jetzt mal die Armeen auf. 11 nach Perpignan, 18 nach Toulouse. Das hat auch geklappt. Ja, jetzt wie ihr seht, haben die Achse jetzt auch nichts mehr, was sie der Roten Armee entgegenwerfen können. Wir sind lange über den kritischen Punkt hier hinweg. Können jetzt eigentlich einfach locker flockig vorrücken. Ja, jetzt hätte ich gern gespeichert vorher, weil es gerne mal passiert, dass das Spiel jetzt crasht an der Stelle. Deutschland ergibt sich. Nach dem Fall von Berlin und dem Verlust großer Bereiche des deutschen Territoriums an die vorrückenden alliierten Armeen bemühten sich die verbleibenden deutschen Führungspersönlichkeiten um Friedensverhandlungen. Das einzige Angebot, das ihnen unterbreitet wurde, war die uneingeschränkte Kapitulation. Ja, Pufferstaaten werden wir nicht etablieren, die lasse ich nachher so frei, weil sonst sind die nicht meine Marionetten und das sieht ja dann doof aus. Genau, zwei nach geschlossene. Gut, gibt uns ein bisschen Unruhe jetzt und ein bisschen Negativbeziehung zu den Westalliierten, aber das ist mir jetzt egal. Gold 1000, bisschen weniger Geld, naja.
unsere Oberen behalten. Jetzt crasht es dann auch nicht. Jetzt Spanien. Spanien jetzt, eigentlich müsste Spanien jetzt Anführer der Achse sein, oder? Ne, Italien. Ach, Italien. Ja, die gibt's ja auch noch. Dann jetzt heiße Nächte in Palermo. Und die Panzer fahren mal nach Bordeaux. Diese hier nach auch. Da müssen wir hin. Und wir rücken hier schon mal nach, greifen schon mal Barcelona an. Ja, 1936 vor Athen rebelliert. Warum rebelliert Athen? Die sollen doch glücklich sein und froh, dass sie in unserem Reich leben dürfen. So, hier holen wir jetzt die letzten, putzen wir die letzten Italiener weg. Oh, hier oben habe ich Rebellen. Ich habe 28 Divisionen, die jetzt gleich erstmal da rausholen. Die verlege ich nach Hamar. 6 Stück. Die anderen 6 hier nach Weildingens. Die gehen, fahren mal nach Hamar fest, die Infanterie. Ah, Kavallerie. So. Nach Dax, ihr nach Pau. Ja, die spanische Armee hat auch nicht mehr viel. Fortschrittliche mechanisierte Infanteriedivision ist fertig. Dann können wir gleich die Halbmoderne hinterherjagen. Autosave. Ah, wie sieht's denn hier mit Flugzeugträgern aus? Wie weit sind wir? Oh, da müssen wir schneller forschen. Ja, machen wir hier auch schon. Greife ich nachher noch Japan an? Weiß es nicht. Niederlage gegen Italien in Palermo. Ja, jetzt fehlt uns ein bisschen die Flotte. Weil Italien kann jetzt einfach Palermo absperren. Aber ich sehe hier schon alliierte Transporter. Und es wäre cool, wenn die hier landen würden. Tun sie aber nicht. Ja, wie dem auch sei, wir forschen jetzt die fortschrittlichen schweren Panzer, damit wir unsere Panzer weiter forschen können. Währenddessen fallen wir mal hier in Spanien ein. Drauf da! Ah, fährt immer halt jetzt so eine Flotte dazwischen und Palermo Siegpunktprovinz, deswegen können wir die jetzt in Italien nicht annektieren. Das finde ich jetzt mäßig cool. Ja. Wollen wir mit den Tabos da rausgebombt kriegen, wenn da nicht so viele stehen? Lodge hatten wir die, glaube ich, die zwei. Ja, na gut, schicken wir die mal nach Rom. Und Infanterie zur Bewachung. Tja, während die Besatzungstruppen in Deutschland bereits feiern den Sieg, geht's hier noch weiter. Für die Rote Armee hier in Spanien. Ja, 1936 waren zuletzt Offiziere der Roten Armee hier in Spanien während des Spanischen Bürgerkriegs als Berater. Die Faschisten haben gesiegt und jetzt hauen wir die Faschisten da raus. Ah, Niederlage. Ja, jetzt die fahren da mit ihrer Kackflotte halt immer dazwischen. Das ist echt blöd und nervt ein bisschen. Schaue ich gleich mal, ob ich Skandinavien wenigstens schon mal freilassen kann. Ja, das ist essentiell wichtig, dass vor allem, wenn zumindest Dänemark Marionette wird, einfach aus dem Grund, damit wir hier damit der Ostseezugang für Feinde gesperrt ist. Na, hier ist jetzt überall Rebellion. Deswegen muss ich gleich anfangen, Länder zu entlassen. Dann gehen nämlich diese Rebellionen weg. Madrid, da ist schon gar keine Armee mehr richtig vorhanden. Aber es ist ja blöd, dass meine Einheiten so langsam sind. Die sollen mal schneller sein. Großbritannien, naja. Ich
Ich will jetzt hier nach Palermo, also jetzt blockiert. Ich habe auch keine Flotte, oder? Oh ja, ich komme auch nicht hier durch. Weil Istanbul. Muss mir die Türkei holen, sonst kriege ich die Schwarzmeerflotte da gar nicht raus. Machen wir mal die Armee hier rüber verlegen. Und natürlich auch mal jetzt die Gebirgsjäger. Die auch mal ein bisschen Kampferfahrung kriegen. Aus Mailand nochmal 18 Divisionen. Ja, hier 76. Rüber da. Und die 35 hier nach Varna. Zu Istanbul einnehmen, dann von zwei Seiten angreifen können. Ja, Portugal auch in der Achse, muss dann auch noch besiegt werden. Da wäre ich mal auf Murcia gegangen, nicht auf Albacete oder so. Flugzeugträger wurde besser erforscht. Machen natürlich gleich weiter. Wir müssen bald Flotte bauen. Flotte, 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 Flotte. Was können wir denn bisher für Länder freilassen? Polen, Österreich, Tschechoslowakei, DDR, Italienische Sozialrepublik als Konkurrenz zu Italien, naja. Griechenland, ja, nee, noch nicht. Erst wenn wir hier Italien mal erobert haben. Es wäre ja ganz geil, wenn die Alliierten jetzt hier mal landen würden. Wie viele Einheiten sind denn da? Zwei. Bekackte italienische Flotte hält mich hier auf. Das ärgert mich jetzt, dass wenn man so wegen so einer Scheiße nicht weiterkommt. Haben wir hier jetzt mal alles erobert wieder? Immer noch nicht. So, Sköfte. Naja, gehen wir mal auf die Zykladen. Wo sind die Einheiten? Ah, im Dezember, also nächstes Jahr können wir dann damit anfangen mit der Offensive. Ja, gucken wir mal, ob das mit den Bomben klappt hier. Nee, nicht Zerrüttung, Bodenangriff. Ja, jetzt geht er natürlich auf die in Katana. Naja. Kämpfen, 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 kämpfen. Bodenangriff. Ja, nee, bringt überhaupt nichts. Athen, Kassel. Ja, ich glaube, ich lasse gleich schon mal die DDR frei, weil die DDR borgt ganz gut Truppen. Glaube ich zumindest, weil die haben auch recht viele Kadern, das ist halt Deutschland. Und wir können hier nicht mit so einer hohen TK-Belastung rumlaufen, das funktioniert nicht vernünftig. Aber das ist, ich glaube, ich fange schon mal Flugzeugträger an zu bauen, schon mal den ersten 15er packen. Einfach, dass wir da schon mal ein bisschen was haben und noch ein bisschen Masse auf, mit ein bisschen Masse aufwarten können. Gegenspionage Japan und noch ein paar andere. Italien auch. Oh, Agrino. Naja. Ah, hat geklappt. Wunderbar. Dann können wir jetzt auch Italien annektieren. Ausgezeichnet. Jetzt noch Agrino einnehmen. Na, Italien könnte ich jetzt schon mal freilassen, das werde ich jetzt auch tun. Italien. Gibt jetzt zwar immer Unruhe, aber es ist mir jetzt auch egal. Machen wir jetzt erstmal schön, lassen wir erstmal frei, dann jetzt nächste DDR. DDR. Ja, hier lasse ich mir nämlich so einen kleinen Korridor nach Frankreich, weil dann kann ich meine Einheiten direkt in Frankreich aufstellen. Also Schweiz und Österreich bleiben besetzt. Das wird dann mit hier ungarischen Truppen oder so. Oder auch dann später italienischen und deutschen. Werde ich dann hier die Aufstände niederhalten. Portugal. Ah, das ist sehr geil. Dass Spanien Gibraltar besetzt hat, das heißt, wir können das besetzen und dann gehört das uns. Kann man den Alliierten, wenn man das möchte, schön den Zugang zum Mittelmeer sperren. Dubrovnik, Nizza, uiuiuiui.
Ja, Italien können die Einheiten abziehen. Die brauchen wir nicht mehr. Hier wird es keine Rebellionen geben. Dubrovnik. Verlegen die hier mal nach. Polen können wir auch freilassen. So, Polen. Genau. Warte, auch holen. Jetzt gucke ich mal Skandinavien. Ob ich würde ja gern Skandinavien freilassen. Das geht. Nee. Muss ich einzelne Länder. Finnland behalte ich aber. Was hat denn Finnland für eine 48? Ja, Finnland behalte ich trotzdem. Wir haben zweimal gegen uns Krieg geführt, also. Da haben die kein Recht weiter zu leben. Also mal Schweden frei. Das kann ich Schweden nicht fragen. Ah, oh, weil da wieder. Ach, deswegen kann ich jetzt Skandinavien noch nicht freilassen, weil wieder eine Provinz jetzt mit Rebellen besetzt ist. Ja, hier wird schon viel investiert in Konsumgüter, das ist gut. Wir müssen Richtung offene Gesellschaft gehen, aber das geht gerade nicht. Hat Portugal noch Siegpunkte? Nö. Doch, Oporto. Das ist mal Spanien, La Coruña, ja, ja, ja. Wir können hier auch raus nach Troyes, nach Frankreich, oh, alles nach Frankreich. Benelux könnte ich auch was freilassen, oder? Holland oder so freilassen? Flandern würde gehen und Wallonien. Und Madagaskar, mir gehört Madagaskar. Fett. So, kann ich jetzt Portugal annektieren? Nein. Das sind halt dann noch die Überseeprovinzen. Naja, dann bleibt es halt besetzt. Faro noch einnehmen. Das wird Spanien hier noch diese ganzen vier Provinzen einnehmen. Dann haben wir es hier auch geschafft in Spanien. Ja, Balkan, ich würde Jugoslawien ganz gern noch freilassen. Ach, Griechenland können wir jetzt auch mal freilassen, das mache ich jetzt auch. Griechenland, so. Helsinki rebelliert. Oh, diese Rebellionen gehen mir vielleicht auf den Sack gerade, weil ich die Länder nicht freilassen kann, weil sie rebellieren. Seid echt coole Freiheitskämpfer, Leute. So, ernsthaft. Nein, ich will nach Gibraltar, nicht nach Sevilla. So. Echt voll die harten Freiheitskämpfer, Jungs. Wenn man bedenkt, dass ich eure Scheißländer freilassen will, aber ihr rebelliert. Ja, DDR hat richtig hat ganz gut IK für eine Marionette. Polen weniger, Italien noch weniger. Umgekehrt. Ja, dann machen wir hier erstmal wieder einen Cut. Ich hoffe, dass er nächstes Mal alle skandinavischen Gebiete gleichzeitig halten kann. So dass wir dann vielleicht Skandinavien freilassen können. Also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.